Diese neuen Gymnastinnen haben alle ein Ziel: die Europameisterschaften in Baku. Im Kür-Vierkampf zeigen sie bei der ersten Qualifikation in Berlin an diesem Wochenende ihr ganzes Können. Also ich möchte gerne bei jedem Wettkampf teilnehmen, bei dem ich die Chance dafür kriege. Und die EM ist natürlich auch ein cooler, großer Wettkampf, wo ich gerne teilnehmen würde. Dass Margarita Kolosow für die Europameisterschaft brennt, zeigt sie auch im Wettbewerb. Die WM-Fünfte von 2022 hat mehr als einen Grund zu feiern. Nicht nur liefert die Gymnastin vom SC Potsdam eine klasse Kür ab, sondern feiert an diesem Wochenende auch ihren 19. Geburtstag. Das beste Geschenk macht sie sich aber selbst, den ersten Platz in der Qualifikation von Melanie Dagel und Anastasia Simakova. Ja, ich glaube, der erste Platz zeigt mir erstmal, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und auf jeden Fall, ich gebe nicht auf, ich trainiere weiter, aber das zeigt schon mal, dass sich die harte Arbeit schon etwas gelohnt hat. Für die Hauptstadt geht Nele Arndt vom Berliner TSC an den Start. Für die 17-Jährige wäre es die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft. Dafür gibt sie wirklich alles und belohnt sich mit Platz 5. Also ich bin eigentlich schon relativ zufrieden, sehr zufrieden, weil ich konnte auf jeden Fall meine Trainingsleistung abrufen. Natürlich war noch nicht alles perfekt, aber wir sind ja noch am Anfang der Saison und ich kann mich noch steigern. Heute außer Konkurrenz, Weltmeisterin Daya Varfolomeev vom TSV Schmieden. Die 16-Jährige setzt ein Gerät aus, das für sie der erste Wettbewerb nach einer Fußverletzung ist. Trotzdem zieht sie mit ihrer Darbietung alle in den Bann und hat sich bis zum nächsten Wettkampf viel vorgenommen. Natürlich jeden Tag ganz hart trainieren, weiterarbeiten, niemals stoppen und sagen, ja, das hat nicht geklappt, deswegen jetzt mache ich das nicht, sondern ganz hart weiterarbeiten und besser zu werden. Offiziell ist das Ergebnis allerdings noch nicht. Immerhin findet noch ein zweiter Qualifikationswettkampf am 8. April in Schmieden statt. Möglicherweise ein Heimvorteil für Weltmeisterin Varfolomeev, aber von der Europameisterschaft in Baku dürfen noch alle neuen träumen.